Hallöchen zusammen, ich begrüße euch wieder mal zu diesem schönen kleinen Ründchen Siedler 5. Und wir haben ja uns schon ganz toll hier mittlerweile gezeigt. haben uns hier schon ein wenig auf den Weg gemacht, um hier diese ganzen Leute fertig zu machen. Und haben letzte Folge tatsächlich hier eine Burg gefunden, die wir zerstört konnten. Dieses Mal wird es noch etwas interessanter, denn wir müssen jetzt hier mit diesen Soldaten und hier mit diesen Soldaten weiter durchbrechen. Ja. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich wirklich nach hier weitergehen sollte. Oder ob ich hier weiter Druck mache. Das wird sich gleich zeigen. Ja. Nämlich, wenn unsere Diebe hier alles gefunden haben und wissen, wo es hier weitergeht und was es hier überhaupt zu vernichten gibt. Wenn es hier gar nichts gibt, was wir kaputt machen können, dann wäre die ganze Hatz hier sowieso ein bisschen sinnlos. Dann könnten wir uns nämlich wirklich eher auf anderes konzentrieren. Und es scheint tatsächlich so, als würde es hier nur dieses Tor geben, was wir aufmachen können. Okay. Dieses Tor... Ach nein, hier ist ein Söldnerquartier. Oh, das finde ich jetzt aber mal sehr interessant. Okay. Gut. Also, sonst gibt es hier nicht viel. Hier ist halt, sind halt die Kanonentürme. Die sollten wir halt mal irgendwann aus dem Weg räumen. Sofort. Wir können ja auch die Wirtschaft ein bisschen schwächen. Warum nicht? Für euch doch immer. Gibt für uns ja noch ein paar weitere Ressourcen. Ja. Ja. So sieht das aus. Deswegen werden wir auch da mal diesen Steinstollen hier einmal schön in die Luft sprengen. Und ich glaube, dann könnten wir tatsächlich erstmal wieder mit ein paar Reitern hier ankommen. Und dafür die sind hier wir genau die zum... Feinde greifen eure Häuser an. Seid ja, unbesorgt. Zurückziehen. So, warte, was hier passiert. Jo, 3, 2, 1, gleich macht's rums. Okay, der Steinstollen ist schon mit mal Vergnügen weg. Gut, dann machen wir hier mit der Lehmgrube weiter. Wir reißen jetzt einfach nach und nach alles mit den Dieben ab. Ich glaube, das ist am einfachsten. So, Frage ist natürlich trotzdem, während die Musik hier nicht weiterspielt, wo befindet sich hier die nächste Burg? Ich schätze mal, hier in dieses Gebiet müssen wir irgendwo rein und wahrscheinlich dann hier hinten, ganz hier hinten irgendwo. Das hatte ich ja letztes Mal schon. Ah ja, toll, neue Java-Version gibt es wieder. Ja, ganz großes Kino. Das hatte ich ja letztes Mal schon fast vermutet. Und wir haben wahrscheinlich nicht genügend Einheiten, um da wirklich, oder nicht genügend Möglichkeiten, um da wirklich durchzustoßen. Aber wir probieren es nochmal. Hier oben haben wir ja alles weg, ne? War ja so. Bald wird es wieder wärmer werden. Okay. So, ihr könnt leider noch nicht weiter. Ich habe aber auch nur noch die beiden. Und ich habe hier noch einen komplett unnützen Kundschafter, der genau gar nichts macht. Das ist ja mal ganz großes Kino. Dann kann der doch mal sich hier vorne hinstellen und gucken, ob er was sieht. Der Feind attackiert eure Siedlung. So, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir diesen Turm hier sabotieren können, ohne zu sterben. Das wäre doch eine tolle Sache. Und wenn das nämlich geht, müssen wir uns nicht mehr so viel Sorgen machen. Da haben wir schon mal einen Turm weniger wieder, der unsere Leute beschießen kann. Und es sieht eigentlich auch... ja. Kommen die da echt nicht dran? Krass, man kommt da nicht hoch. Okay, das ist interessant. Gut, das heißt, diese Türme kann man offenbar tatsächlich nur mit Schützen aushebeln. Dann sollten wir das vielleicht mal tun, wenn wir gerade schon mal hier sind. Wir genau die richtigen, wie ihr befehlt. So. Auf in den knöpft Kampf euch den mal vor hier, den Turm. Und wir knöpfen uns mal dann diesen Lehmstollen vor. Das ist doch auch okay. So, hier hinten passiert gerade nicht so viel sonst. Wir machen uns noch ein paar Trupps Reiter. Damit können wir doch ganz gut durchbrechen. Euer Dorf wird angegriffen. So. Genau, hier schön diesen Kanonenturm. Einfach schroten. Ich weiß nicht, was mit dieser Basis ist. Ich weiß nicht, wann hier dieses Tor aufgeht. Wahrscheinlich geht das Tor da auf, sobald wir diesen Turm hier vernichten. Diese Motte. Deswegen werde ich diese Motte auf keinen Fall zerstören. Das wäre ja noch schöner. So, wann kommt denn hier...
Ich glaube, das war mein Kundschafter nicht, den ich da ursprünglich hinschicken wollte. Der ist dort nicht durchgekommen. Okay. Weil offenbar... Ach, hier, guck mal, der Leibeigene, der wagt sich auch ganz weit in das Feindesgebiet hinein. Ergreift sie. Ah, der hat sich ein bisschen zu weit reingewagt. So, was ist hier? Hier passiert auch nicht wirklich was. Ja. 233. Ja, komm, dann geben wir nochmal volle Kanone Gas. Wenn wir hier noch Platz haben, dann nutzen wir den auch. Okay. Also, ganz gefährliche Geschichte hier natürlich mit dieser Motte. Da kommen keine Einheiten raus, aber die wird vermutlich uns das Tor öffnen, sobald, ja, sobald halt einmal das ganze, das Ding zerstört ist. Deswegen, in eurer Stadt ist da müssen wir schon aufpassen. So, die sind jetzt alle voll, nicht? Ja, naja gut, bis auf einen Trupp. Ihr seid Trupp 6. Ihr seid jetzt einfach Trupp 6 und Trupp 6 reitet jetzt mal geschlossen hier hinten hin. So, da kommen tatsächlich nur Reiter im Moment. Sonst kommt da nicht wirklich was, ne? Also anscheinend haben die auch hier, dadurch, dass wir hier das Ding noch abgerissen haben. Haben wir das abgerissen? Ich glaube, das haben wir abgerissen gekriegt. Ja, ja, genau. Da ging hier dieses doofe Teuer auf. Ja, das war ja der Anfang vom Ende. Und dann müssen wir uns dort ja irgendwie weiter durcharbeiten. Nach und nach. So, die drehen schon wieder ab. Schön, gefällt mir. Und ihr geht auf den Turm. Und apropos Steuern, das ist aber... Ha, jetzt sind wir aber nicht mehr in wirklich guter Motivation hier. Da ist jetzt nicht mehr so viel über. Ah, oh, was macht denn der Leibeigene hier? Das gibt's ja wohl nicht. Wir werden von einem Leibeigenen hier besucht. Wo kommt der denn her? Das finde ich jetzt mal eine interessante Sache. Wo kommt dieser Leibeigen her? Oh. Dafür sind wir. Der hat sich hier schön festgebackt, wie auch immer der da hingelaufen ist. Sofort. Na komm her, Kollege. Nicht, dass du jetzt gleich noch uns drauf gehst. Oh, hier ist auch noch ein Kanonenturm. Oh ja, da war ja was. Okay, gut. Den haben wir gerettet. Was ihr wolltet. Okay, du hast getan, was wir wollten. Feinde, das ist schön. Eure Häuser an. Sofort. So, ihr bleibt da schön stehen. Ne? Das macht Stop. Ihr. Sehr gut. Stop. Nix machen, nur noch zugucken. So, diese Motte darf auf keinen Fall kaputt gehen. Wo sind meine Diebe? Die können jetzt den nächsten Leibeigenen auch noch schnappen. Was ist denn hier? Kommen die von hier? Ist hier irgendwo eine Burg oder so? Wo kommen denn die Leibeigenen her? Hier dürften eigentlich keine sein. Weil das Tor ist ja zu. Oder ist das Tor jetzt auf? Das sollten wir jetzt mal gucken. Angegriffen. So, du läufst mal hierher, mein werter Freund. Und genau das sollt ihr nämlich nicht machen. Nur Mut. Das ist nämlich ganz, ganz gefährlich. Das wollen wir nicht. So, der gute... Ja, gut, er kriegt ein bisschen was hier vom Kanonenturm ab, aber das ist ja jetzt nicht für viel. Euch doch immer. So, was verbirgt sich da in der Ecke? Ach, ein Turm. Da ist tatsächlich auch ein Turm. Der Tag der Abrechnung. Der aber nichts macht, anscheinend. Das ist wahrscheinlich auch nur ein Turm, der das nächste Tor öffnet. Und mehr passiert da wohl nicht. So, ihr macht noch diesen Kanonenturm fertig und ich glaube, ich kann aber mit dem Trupp 6 schon mal losreiten. Wie ihr befehlt. Richtung hier hinten, das ist doch, ja, das ist der richtige Weg. Sehr gut. Ah, jetzt kommen natürlich gerade ein paar Reiter hier angeflogen. Ein kleiner Reiter-Raid. Aber alles nicht so wild. Der Kanonenturm ist gleich Geschichte. Feinde gestoßen. Ja, sie greifen an. Dafür ihr geht zurück. Genau die Richtigen. Und ihr, ja, kommt hier. Macht da mal die Ziegelhütte da kaputt. So. Lasst mich bitte meine Arbeit was ist mit machen. Euch? Ah ja, genau, weil da oben noch Kanonentürme stehen. Ja. Aber ansonsten ist hier ja echt nicht viel. Naja, gut, diese Scharfschützen sind hier noch. Und Kanonen kommen hier an. Ja, okay. Das ist natürlich schon ein bisschen was. Aber sonst nicht wirklich viel, ne? Also da kommen zwar jetzt hier diese Raid Attacks, aber tatsächlich
hält sich das hier im Moment noch in Grenzen. Gut, diesen Kanonenturm, den können wir hier mal getrost ignorieren. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Der macht zwar ein bisschen Schaden. Aha, hier ist ein Landsitz. Macht sie nieder. Den sollten wir doch mal als erstes vernichten. Das geht nämlich auch relativ zügig. Ja, das geht ja sehr zügig. Das geht ja sehr zügig. Euer Wunsch so. Ist mir Befehl. Einfach mir nur Befehl. Nicht, dass da ja, auch irgendwelche Truppen ja, spawnen. Glaube ich nicht. Wird aber man gemacht. Weiß ja nie. Von hier spawnen auf jeden Fall wir Einheiten. Darum. Garantierten Stall hier. Geht ja, fast von aus. Ah, eine Bleib Burg Sie. Auf jeden Fall. Eine Burg ist da. Na bitte. Die ist gleich nicht mehr da. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Gut. Sie greifen an. Hier kommen auch gar nicht mehr so viele, die uns verfolgen. Ne? Sind nur so ein paar. Weil die Steuern zu hoch sind. Ja, die Steuern sind zu hoch. Das kann passieren. Da sollte ich vielleicht mal wieder... Eure Arbeiter empfangen so. Den Segen durch die Priester. Okay, unsere... Du kannst jetzt ein weiteres Hauptquartier bauen. Ach nein, das ist ja nice. Das ist ja sehr nice. Okay, und hier ist ein weiteres Tor, was geschlossen ist. Das wird wahrscheinlich aufgehen, sobald ich diese Motte da zerstöre. So, wir machen hier diese Reiter schnell kaputt. Solange die so ganz jämmerlich mit nur so ein paar Leuten hier ankommen, ist das auch nicht so wahnsinnig wild. Dann machen die nicht so viel Schaden bei uns. Okay. So. Den Stall bitte angreifen. Diesen Turm, also diese Motte hier, die lasse ich mal. Die ist mir eigentlich auch relativ egal. Die macht wahrscheinlich dieses Tor hier auf und das will ich nicht. Noch nicht. So. Die können hier doch mal ihre Leute bitte schön weglassen. Okay. Kriegen wir die hier tot? Die kriegen wir tot, ne? Ja, das kriegen wir alles weg. Gut, haben wir schon mal einen Ort hier dafür wieder rein. Genau oh, da sind aber viele leichte Kaff. Feinde greifen euch oh, an. Leichte Kaff Attacke. Ist natürlich jetzt böse. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr die gelernt sind habt. Ja, glaube ich, relativ gut gegen die schwere Kavallerie. Wenn ich das jetzt noch so richtig im Kopf habe. Okay. Naja, vielleicht auch nicht. Ergreift sie! Oh, jetzt kommen sie aber noch mit noch mehr Zeugs an. So soll okay, es komm, wir laufen lieber weiter. In Ordnung. Ja, mein Herr. Solange wir noch ein paar Leute haben. Ich muss jetzt nicht meine komplette Truppe hier aufreiben lassen. Nur weil da so ein paar jämmerliche Schützen ankommen. So, was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Ach, die wollen ja... Jetzt raiden die hier echt richtig durch. Okay, ich sehe schon. Jetzt wollen sie ein bisschen mehr Spaß haben. Na ja, gut, von mir aus. Können sie ja auch mal haben. So, hier waren wir schon überall, ne? Hier ist nichts mehr weiter, nur ein geschlossenes Tor. Und... Ja, das haben wir jetzt tatsächlich schon alles abgedeckt. Okay. Dann ist hier ja tatsächlich nicht mehr so viel. Wir werden siegen. So, und hier ist auch nix. Okay. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Ach krass, die reiten tatsächlich jetzt bis hier durch. Regelmäßig und lassen sich davon auch gar nicht stören weiter. Okay, so, hier, komm, Kanone. Ah, oh, nee. So Schützen ist ganz böse. Schützen Nur ist Mut. Ganz böse. Wir werden siegen. Die ratzeputzeln ja echt meine ganzen Reiter in 0, nichts einfach weg. Das mag ich nicht. Aber ich glaube sonst, jetzt dürfte eigentlich nicht mehr viel kommen hier in Zukunft. Das sind jetzt die letzten Bis hier, in den Tod. Glaube ich. So, die Kanonen nehmen wir weg, weil Kanonen sind auch immer gemein. Sie machen hier Flächenschaden, Lehrt ist bei Reitern nicht wirklich wichtig, weil die Reiter haben ja halt immer nur so, haben ja immer nur 4 Einheiten pro Trupp. Und deswegen ist das jetzt nicht so die ganz große Gefahr. Aber, so. Attacke! Ja, gut, komm hier. Ja, gut, das war's dann für die Herrschaften. Okay, aber dieses Gebiet ist soweit gesäubert, denke ich mal. Hier ist halt dieser eine Turm. Ist halt die Frage, was da rauskommt. Ob da überhaupt noch einer rauskommt. Hier kommen auf jeden Fall keine raus. Das ist ganz schön. Gleich kracht's. Gleich kracht's. Das ist ganz schön, dass da tatsächlich nichts passiert. Und dieses Söldnerlager da, ja, das ist, Sieht das her. Sollte der ich vielleicht Tag mal besuchen. Der Abrechnung. Frage ist, wie ich da am besten vor... Okay. Okay, hier gibt es anscheinend mehrere Wege, die ich einschlagen kann. Schaut in die Ferne.
Ha, den Weg da, den würde ich ja besonders gerne einschlagen. Seht durch mein Fernglas. Guckt euch das mal an hier. Was steht denn hier alles rum? Ach ja, die warten doch nur darauf, von mir geschnitzelt zu werden, oder? Aber, ja doch, wenn ich diesen Turm kaputt mache, dann komme ich hier weiter. Ja, das könnte man machen. Frage ist, will ich das tun? Denn eigentlich habe ich hier die bessere Verteidigung. Auf diesem Weg hier ist nämlich komplettes Chaos. Da ist komplett Mess. Alles total doof. Das heißt, es wäre eigentlich geschickter, das ganze Gebiet hier zu vernichten. Ich glaube, das werde ich auch tun. Hier kommt jetzt nämlich gerade die Tür. Oh, die Kanone ist ja fast im Eimer. Das ist nicht so toll. Ich glaube, das werde ich jetzt auch tun. Dann Mache ich. Ich gehe mal hierher und werde ein paar Leute ausbilden. Und zwar ein paar Scharfschützen. So. Das machen wir. Und ich werde auch mit meinen drei Leibeigenen, die hier rumstehen und nichts zu tun haben, wo wir jetzt tatsächlich merken, dass da keine Bedrohung im Moment mehr zu kommen scheint. Ja. Mit denen werde ich jetzt hier einfach ein bisschen Holz hacken. Und dann können wir uns hier vorne auch nochmal einen Schießplatz hinbauen. Und dann werden wir langsam aber sicher hier reingehen. Ich mache mir hier einfach nochmal drei Trupps dann. Ja, komm hier, ich hol mal die Schwertkämpfer hier mit rein und dann räumen die hier ein bisschen auf. Das können sie machen. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Was? Jetzt kommen sie doch nochmal hier an. Hey, so war es aber nicht geplant hier. Nee, Momentchen mal. Weil die Steuern zu hoch sind. Schon wieder die Kirche vergessen. Das ist natürlich immer doof, wenn man die Kirche hier vergisst. Arbeiter empfangen den Segen durch den ja, kann ja mal passieren. So, also. Hier nochmal her. Und ich bilde auch tatsächlich... Ja, wir gehen mal mit drei Trupps Schwertkämpfer rein. Die werden die Gebäude auch ganz gut auseinandernehmen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, genau. Die nehmen hier die Mühle auseinander und diese kleine Hütte und alles, was hier sonst noch steht. Frage ist halt wirklich, wo ist es sinnvoller, wirklich zu spammen und mit Einheiten die durchzumarschieren? Ich gucke mal, ob Drake hier irgendwas erreichen kann in diesem Söldnerquartier. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt sind wir nämlich full. Jetzt sind wir fully. Ja, okay. So. Na gut, wir haben... nein, nicht komplett aufgerüstet, leider. Schade. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Das hätte ich mir anders gewünscht gerne. Wie ihr befehlt. Fünf Trupps ist ein bisschen wenig. Eigentlich einen sechsten würde ich schon noch gerne mitnehmen. Was vernichten wir da? Ja, komm, die Kanone hier. Die ist jetzt tatsächlich ja scheintot schon. So, wo ist der? Der Trupp hier. So, dann ist der jetzt voll auf jeden Fall. Das ist schön. Und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt noch tun, um unsere anderen Leute glücklich zu machen. Ich glaube, da gibt es nicht so viel, was wir sonst tun können, ne? Wir könnten halt nochmal irgendwie so einen Stollen oder sowas abreißen. So, hier dieses Eisenbergwerk. Aber ich lasse das einfach machen, weil... Oder hier dieses Schwefelbergwerk. Könnte man auch abreißen. Arbeiter empfangen den Segen aber durch an die sich... Es ist Zahltag. Ja doch, hier kommen Lehmbergwerke oder so. Einfach alles niederstampfen. Das wäre auch genau das Richtige. Aber nö, ich gehe einfach mit den fünf Trupps rein. An sich sind die so auch soll genug. Es sein. Ich kann hier noch einen entlassen aus dem Trupp. Und dann kann ich hier noch einen dazu rekrutieren. Hey, Wahnsinn. Was für ein Effekt. Okay, ist jetzt aber tatsächlich nicht so wild. Wo sind die Schwertkämpfer? Hier sind sie. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. So, ihr seid Trupp 7 und ihr seid Trupp 8. Okay, 7 und 8. Ihr dürft jetzt hier runtergehen. Ich tue mein Bestes. Und euch hier umgucken. Ja, so, ja. Die gehen jetzt auch hier unten und hier unten runter und hacken da ein wenig. Weitere Rohstoffe. Und da ist tatsächlich eine Kiste, die kann... Oh, hier ist ein Händler. Wow. Okay, ich kann die Leibeigene kaufen. Ich kann hier Elitekämpfer, Belagerungskanonen und schwere Scharfschützen kaufen. Wow. Und verdammt günstig. Krass.
Okay, wahrscheinlich könnten die sinnvoll werden, wenn man die dann später braucht. Ich hole mir mal erstmal hier. Euer Dorf. Ach, kann ich nicht. Verdammt. Oder errichtet ein neues. Ja, ist okay. Ist schon gut. Ich hab's ja kapiert. Okay, dann machen wir Folgendes hier. Ich werde hier ein paar... einen entlassen. Das reicht ja erstmal. Und hier mir einen Leibeigenen kaufen. Auf jeden Fall. So. Mit aber dem dann werde ich jetzt nämlich hier ein Türmchen hinsetzen. Gut. Und den zu einem Kanonenturm ausbauen. Und dann werde ich hier eine neue Verteidigungsbasis errichten. Und diese Verteidigungsbasis wird allen Angriffen standhalten. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, also ich könnte halt auch Leibeigene von hier unten durchschicken, aber das Problem ist, dann kommen hier wieder Gegner, die schießen auf unsere Leibeigenen, das ist total nervig und da habe ich keinen Bock drauf, deswegen lassen wir es einfach. So, ich könnte halt auch hier versuchen, das Tor aufzumachen. Ich müsste eigentlich nur... Ja, ich weiß nicht, ob diese Zelte dann noch hier die anderen beiden Tore, die beiden Tore verwalten und das Tor wird durch diesen Turm verwaltet oder wie auch immer. Keine Ahnung. Seid unbesorgt. Ja, das ist klar, dass ihr jetzt auf den Turm euer aufgehen Wunsch müsst. Das möchte ich aber nicht unbedingt. Ich tue mein Bestes. So, hier ist gleich doch wie irgendwo ein Kanonenturm, ne? Noch, weil hier stand dann noch... Ja, Attacke. Da steht noch einer. Okay, Trupp kommt hier nach. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Boah, ey, wollt ihr mich verarschen? Ja, Herr. Wieso seid ihr da so nah dran? Das kann ich. Das ist aber nicht so nice. Okay, dann räumt ihr das als erstes auf hier bitte. Dann geht ihr hier oben lang und räumt das auf, damit wir kümmern uns hier darum, nicht uns noch irgendwelche Leute sterben. Ja. Unnützerweise, aber ich bin erstaunt, dass da tatsächlich... Feierabend machen. Ja. Ja, da sind jetzt welche gestorben. Ey, ihr Idioten. Ja. Okay. Nur Mut. Wir werden sie. Könnt ihr nicht auch von hier unten da drauf schießen? Bis in den Tod. Muss doch gehen. Ah, da kommt Leibeigener zum Flicken. Mhm. Ich sehe schon. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, Herr. Na gut. Okay. Okidoki, wir haben ein paar Truppen verloren, also ein paar Soldaten, aber das ist nicht weiter der Rede wert. Okidoki, dann laufen wir mit denen jetzt voran und schauen mal, was wir damit hinbekommen können. So, du bist jetzt ja fertig. Dann bauen wir mal auf, aus. Jetzt könnt ihr zeigen, da ist ein Leibeigener, den nehmen wir natürlich auch direkt mit. So, und jetzt sollten wir gleich hier in den Bereich kommen, wo die anderen Einheiten sind. Moment, ich habe noch nicht alle Schützen da. Die müssen natürlich erst nachrücken. So, da sind die schweren Scharfschützen. Wow, okay, die prügeln ein wenig, aber es geht noch, das ist okay. Das ist okay. Das ist nicht so dramatisch. Das ist tatsächlich recht entspannt. Hätte ich nicht gedacht. So soll haben es wir sein. Doch schon so viel aufgeräumt von denen? Sind da echt schon so viele gestorben? Wir erledigen das. Scheint ja so, ne? Sofort. So, Trupp 7 kann man hier hin. Da ist noch ein Leibeigener. Der wird erstmal von unserem Trupp 8 eliminiert. Euer Wunsch ist so, dann mir Befehl. Gucken wir mal, was yeah hier sonst noch so jawohl rumlungert. Wie ihr wünscht. Sind yeah mir so viel jetzt gerade im Moment, ja, ne? Herr. Dann können wir doch mal die beiden Leibeigenen holen. Die... da kommt noch ein Leibeigener gerade. Attacke! Da kommt ich noch ein Leibeigener. Angriff! So. Okay, bau mal... Ja, hier oben noch ein Türmchen. So, und wo sind unsere beiden Leibeigenen? Hier unten, die sind hier, ne? Ja, die bauen doch mal direkt hier einen Schießplatz in ja die Ecke. Ausbau fertig. So, euer und ihr Wunsch räumt hier noch ein bisschen auf. Befehl. Okay, gut. Ich tue mein Trupp Bestes. 8 geht voran. Ihr müsst noch ein bisschen dafür das Gebiet säubern. Sind wir genau die richtigen. Ich kämpfe hier mit so kleinen Armeen. Das ist ja okay, ne? Ich muss ja nicht... Ah, ja, da ist ja... Ich hab vergessen, da war ja ein Kanonenturm. Der Tag der Abrechnung. Oh, da sind noch mehr Kanonentürme. Oh, das ist jetzt aber ganz... Wir kümmern uns aua, 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 aua. Ja. Das tut weh. Macht sie nieder.
Boah, ich bin immer noch in der Reichweite von diesen Kackkanonen. Oh, scheiße. Das war jetzt richtig ungeschickt von mir. Sehr gut. Ja, ja. Die standen sehr geschickt, die Türme. Die standen echt gut da. Ja, war gut gemacht. Hat mich ganz schön was gekostet jetzt. Das hat mich tatsächlich jetzt ganz schön was gekostet. Hehe. Okay, wo haben wir denn unsere Helden? Pilgrim ist hier. Der kann ja ohnehin nicht die Kiste aufmachen. Das kann nur Erek. Und ich wette, Erek wird auf dem Weg bei dem Versuch, diese Kiste zu erreichen, garantiert sterben. Ja. Aber wir versuchen es. Wir können es aber probieren. Ja. Probieren geht über Studieren. Und frisch gewagt, deshalb gewonnen, nicht wahr? So sieht's aus. So, dann brauchen wir hier unten unsere Gebäude. Einen Schießplatz und eine Kaserne. Um das Ganze dann zu erledigen. So, hier. Hier auch. Haben wir gut hingekriegt. Bauen wir hier noch. Schön. Alles gut aufgeräumt. So, und ihr dürft diesen Kanonenturm auch nochmal mitnehmen. Aber nicht zu nah ranrennen, bitte. Ich möchte nicht, dass da noch mehr Leute draufgehen gleich. Klar. Geh natürlich noch näher dran. Wieso denn? Ja, ist klar. Gut, da müssen wir... Ach, da kommt noch eine Kanone. Also, ich verstehe es nicht. Aber lässt haben noch so eine hohe Reichweite. Und jetzt rennen die da irgendwie sinnlos im Kreis. Und machen gar nichts. Und dieser Kanonenturm kann hier fröhlich feuern. Zahltag. Ja, hier, Druff da. Nee, jawohl. Du nicht. Du gehst das weg. Das kann ich. Ja, Feinde greifen euch an. Ja, ihr seid ja gleich alle tot hier. Toll, habt ihr ganz toll gemacht, ihr Vollidioten, ey. Ja. Super. So sieht das aus, wenn man mit Profis irgendwo hingeht. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. So, genau so sieht das dann aus. Kriegen alle voll auf den Sack und keiner kriegt irgendwas geschissen. Okay. So, die haben es echt nicht geschafft, diesen Turm kaputt zu machen, weil die auch die ganze Zeit immer irgendwo anders drauf schießen mussten. Ich könnte schwören, keine Ahnung warum. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Ich weiß nicht, dort wer denen gesagt hat, dass sie einfach mal woanders hinschießen können, aber ja gut. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Tut ja nicht weh. Tut ja alles nicht weh. So, hier einen neuen Stall können wir auch noch mit dazu bauen. Okay. So, dann guckt mal hier und jetzt werde ich da nicht so dumm reinrennen, sondern nach und nach. Ich gehe dann mit einem Trupp ran und die kümmern sich erstmal um diese Kanone hier. Oh, das macht hier überhaupt keinen Schaden. Ach so, weil da nur einer schießt. Okay, verstehe. Die Soldaten haben noch ein wenig gebraucht, bis sie nachgerückt sind. So, Druff da. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Das ist natürlich geil, wenn die Verstärkung noch nicht da ist. Und diese Kanonen hier dann noch dabei sind. Ach ja, da oben ist ja eine Kanonengießerei gewesen. Oh ja, da war da was. Moment, nee, hier sind jetzt die Tore auf. Wow, das ist mir zu heftig. Ja, Herr. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Okay. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Zoin. Feinde greifen euch an. Angriff. Ja, da kommen ja noch mehr. Aha. Jawohl, ich tue mein Bestes. Oh, da kommen auch noch mehr. Da kommen auch noch mehr. Uiuiuiui. Die müssen weg hier. Ergreift sie. Die müssen ganz schnell eliminiert werden. Ja. Und lehrt die hier sie auch. Das fürchten. Lehrt sie das fürchten. Okay, so. Eieiei, da kommen ja nochmal richtig viele Leute hier. Okay. Mir scheint, als hätten wir den nächsten Angriffspoint gefunden. Greift euch an. Bis in den Tod. Okay, okay. Das ist anscheinend das, was wir als nächstes erledigen müssen. Gut, das klingt doch schön. Haben wir doch auf jeden Fall ein Ziel vor Augen. Sofort. So, was ist denn hier mit den Herrschaften? Für Ruhm und Ehre. Okay, die sind hier einfach sofort ziemlich krass aufgestellt.
Wir haben jede Menge Schützen. Aber erstaunlicherweise treffen diese Schützen nicht wirklich viel. Machen auch nicht wirklich krassen Damage. Finde ich erstaunlich. Gut, dann schauen wir mal, was hier noch alles kommt. Nicht viel. Augenscheinlich nicht viel. Ein Stadtzentrum. Das hätte ich natürlich jetzt sehr gerne. Wir kümmern uns darum. Das wäre mir doch jetzt sehr, sehr lieb. Okay, wir können auch ein bisschen geht noch. Bisschen geht auf jeden Fall. Bisschen geht auf jeden Fall noch. Nee, nicht hier irgend so eine komische. So eine komische Büchsenmanufaktur hier niedermachen. Das wäre doch doof. Okay, so, Reiter sind bereit. Ausbau fertig. Ausbau fertig. Gut. Dann haben wir hier 6 Trupps Reiter. Für Ruhm und Ehre. Alle drauf da, bitteschön, dankeschön. Und während diese Reiter unterwegs sind, werden wir hier schon wieder von irgendwas anderem attackiert. Ausbau abgeschlossen. Das ist auch nicht so wild. Bis in den Tod. Angriff. Hier, Micromanagement ist wieder ganz große Klasse heute. Jo, aber ich würde sagen, wir lassen das einfach so für sich beruhen, auf sich beruhen. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, wie sich unsere Reiter schlagen, ob sie durchkommen und tatsächlich unser Stadtzentrum sichern können. Das wäre ja sehr geil. Dann könnten wir mehr Einheiten produzieren und ja, dann wäre mir wirklich egal, wann welches Tor aufgeht und wo welche Leute herkommen. Das wäre mir dann relativ wurscht. Schauen wir mal, wie es wird und ich wünsche euch was. Macht es gut. Ciao.